Bis dato kannten wir ja eigentlich nur Überschriften und Absätze, um ein HTML-Dokument ein bisschen zu strukturieren. Mit HTML5 gibt es jetzt auch noch viel, viel mehr, nämlich Artikel, Section. Wir können dann innerhalb eines Artikels oder einer Section auch noch Header und Footer verwenden. Randnotizen, das sind diese Sites. Und last but not least natürlich auch können wir bestimmte Teile als Navigationsbestandteile auszeichnen oder markieren. Warum das alles? Wir sagten ja HTML, das ML steht ja für Markup Language und das heißt in Deutsch Auszeichnungssprache. Das heißt, wir wollen die Teile eines Elementes eben als solche kennzeichnen. Wenn wir ein großes Element haben oder eine große Datei, dann wollen wir eben sagen, so, das hier ist jetzt bitte schön ein Artikel. Und ein Artikel ist immer ein Element, was sozusagen für sich selbst steht. Das könnte, wenn wir jetzt die Analogie der Zeitung nehmen, ein Zeitungsartikel und so ein Zeitungsartikel, da gibt es vielleicht einen Header, da steht eine Überschrift, was weiß ich, Mann beißt Hund. Dann könnte da vielleicht noch so eine Kurzzusammenfassung kommen. Dann kommen da vielleicht verschiedene Sections, die da zusammengehören. Unten drunter gibt es vielleicht eine Fußnotiz, ein Footer. Da steht dann eben drin, wer den geschrieben hat und vielleicht der Kontakt. Dann gibt es da vielleicht noch so eine Randnotiz mit einem Hintergrund, was weiß ich, über die entsprechende Hunderasse, die da von dem Mann gebissen wurde. Und das ist eigentlich das, was diese HTML-Strukturen ausmachen. Das können wir jetzt gleich mal versuchen, in unserem Beispiel HTML-Dokument umzusetzen. Allerdings sollten wir nicht enttäuscht sein von dieser Strukturierung, die hat eigentlich kaum Auswirkungen auf das, was wir dann sehen werden. So, dann wollen wir mal unseren Artikel umsetzen. Wir öffnen natürlich mit Artikel und wir hatten ja gesagt, so ein Artikel, der kann eine Section haben. Dann kopieren wir uns mal ein bisschen Blindtext. Hier ein bisschen Blindtext. So, und machen am Ende natürlich hier unsere Section wieder zu. Und machen vielleicht noch eine Section. Und holen uns wieder ein bisschen Blindtext. Dazu. So, jetzt haben wir zwei Sections, gucken uns das an, wie das aussieht. Man sieht davon natürlich nicht wirklich viel. Das heißt, wir müssten da vielleicht noch ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, dass wir für den Artikel zum Beispiel mal einen Header definieren. Oh, hier beginnt unser Artikel. Dann sagen wir hier, gut, jetzt kommt hier A1 Überschrift. Könnten hier vielleicht nochmal kurz erläutern, weshalb das so ganz wichtig ist. Fertig. Damit haben wir hier unseren, vielleicht müssen wir durch unseren Header auch wieder zumachen. Und fertig. Und hier machen wir unseren Footer unten drunter.
Machen wir unseren Ruder wieder dicht. So, hoffen wir mal, dass jetzt alles okay ist. Und wir sehen natürlich eigentlich nicht wirklich viel, aber wir haben jetzt sozusagen eigentlich alles verwendet. Halt, jetzt könnten wir vielleicht noch ein paar Informationen in so einer Randnotiz unterbringen. So ein Aside. Ist natürlich am Ende nicht viel zu sehen. Die Formatierung macht man dann am Ende auch eher mit HTML, dass diese ganzen Elemente dienen im Übrigen auch der Strukturierung. Genauso könnte ich jetzt noch ein Nav-Element einführen. Gehen wir mal nach oben. Jetzt eigentlich kennzeichne ich, füge hier eine Navigation ein mit diversen Dings, dann würde ich das hier natürlich mit zum Nav-Element. Bei der Gelegenheit HTML-Kommentare immer mit spitzer Klammer, Ausrufezeichen, zwei Minuszeichen und hier kommen jetzt Kommentare rein. So, und jetzt mache ich euch auch mein Nav-Element wieder zu. Falsch gemacht. So, versuchen wir es einfach nochmal. Scheint jetzt zu funktionieren. Keine Ahnung, was da eben war. Gut, damit haben wir jetzt eigentlich die wesentlichen Elemente erläutert. Schauen wir nochmal, was wir alles aufgeschrieben haben. Navigation, etc. Eins könnte man in diesem Zusammenhang noch erwähnen. Der Vollständigkeit halber, und zwar wenn wir ein Bild irgendwo einbetten, hier, dann hatten wir gesagt, dafür gibt es das Image Tag. Image Source setzen wir nachher ein. Und hier kommt unser Bild rein. Und wir können das natürlich auch als solches kennzeichnen, nämlich als Figure, als Abbildung. Und dann können wir dem Ganzen auch noch hier eine Bildunterschrift verpassen. Caption, Figure Caption. Jetzt nehmen wir unser Bild zu. Und ich habe mir hier mal was von OpenFoto kopiert. Und weil wir gerade dabei sind, bei OpenFoto muss man natürlich immer die Credits angeben. Stehen hier unten irgendwo. Und die könnte ich einfach mal in die Caption. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Warum mag man ein Bild hier nicht? Link erwischt. Bild-URL kopieren. Dann haben wir hier die falsche. So. Aber jetzt sollte es funktionieren. Und wir sehen auch hier die entsprechende Bildunterschrift. Das ist eigentlich eine Sache, die wir hier noch hinzufügen müssten. Also 7, wenn wir so wollen, als Strukturierungselement die Abbildung oder Figur.